SCP-087. Auf geht's. Treppe runterlaufen. Der Mauscursor irgendwie rausgeht. Finde ich nicht so knorrig. Egal. So. Maus-Sensitivity 8 Millionen. Ja, ich weiß nicht so genau, was mich erwartet. Auf jeden Fall ist es Psychoterror vom Allerfeinsten wohl. Es geht stetig diese Treppe runter. Wie man sieht, sieht man nichts. Wie man hört, hört man. Was so passiert. Ja. Hier, wer atmet das schon? Das mit der Maus ärgert mich ein bisschen. Ich schau mal. Guck mal, was hier so. Schwer. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Immer weiter runter. Aha. Das ist jetzt schon so total verstörend. Okay, das bin ich da. Oh, was war das? Oh, Gänsehaut im Nacken, war das ein Schatten? Ja, oh, das ist der Schatten vom Geländer. Ach du Scheiße. Oh. Ach, warum musste ich auch unbedingt den letzten Parkplatz unten, ganz unten im Parkhaus nehmen? Jetzt muss ich so lange runterrennen. Ich bin schon 2,5 Stunden hochgerannt. Ach Gott, er möchte auch runterrennen. Scheiße hier. Das Dröhnen wird immer lauter. Wenigstens ist es noch hell draußen. Noch? Mein Cursor ist schon irgendwo bei mir im Wohnzimmer gelandet. Einfach, ich werde einfach mal weitergehen. Keine Ahnung, ob irgendwas passiert oder nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es passiert nichts. Wenn, dann bitte nur so subtil, dass ich mir nicht die Beine breche, weil ich unter den Schreibtisch trete oder dass mir die Augen rausfallen oder sowas. Ich glaube, ich habe jetzt schon. Ne, noch geht's. Also die Idee, die der Bunske im Welcome to the Game 2 Stream vor 2 Tagen. 2 Tagen? Vor 3 Tagen, egal, im letzten Stream vorgeschlagen hat, so da angemerkt hat mit einer Pulsuhr, ein
ausblenden. Das ist eine ganz gute Idee. Ich muss mal gucken, wie das geht. Wahrscheinlich mit irgendwie irgendeiner Smartwatch und dann mit dem PC koppeln. Bestimmt Makro programmieren, Bot programmieren, der alleine so läuft. Maus-Movement. So. Ich bin sehr angespannt. Ich bin jetzt 23 Floors runter. Jetzt auch noch windig hier. Und man kann nicht mal auf Pause machen. Ja, wenn ich auf Pause drücke und P passiert, wenn ich Escape drücke, beendet sich das Programm. Oh Gott. Was war das? Oh Scheiße. 26 erst. Weiter, einfach laufen. 30, einfach laufen. Einfach laufen, 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 einfach laufen. Oh Gott. Schön, und sonst so? 33, ja. Einfach mal weiter runter. Das meine ich. Jetzt habe ich aus Versehen geklickt, war mit der Maus schon aus dem Bild. Und, alles minimiert. Da bin ich voll erschrocken, jetzt weil das Bild weg war. Also nicht klicken. Seit 10 Minuten eine Treppe runter. Was zur Hölle? Ah, Alter! Ah, oh, fuck, fuck, fuck! Oh Gott, wer bist du denn? Oh boy! Ah. 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 Ich geh mal dahin, wahrscheinlich bin ich dann tot. Ja. Ah. Scheiße, ey. Puh. Gut. Das waren die ersten.
Das Spiel geht einfach aus, ne? Ja, wenn es zu Ende ist, das geht einfach aus. Ah, Gott. Ah. 10 Minuten. 10 Minuten und weiß ich nicht, wie viele Floors. 40? 45? 50? Das jetzt aber auch mal eben wieder für so 5 Minuten Pause. Ich muss jetzt mal runterkommen. Weiter geht's. Emotional Support Hub. Ah. Okay. Puh. Null. Die Decke ist auch sehr niedrig. Die wird jetzt höher, okay. Gucken wir mal, wie weit es jetzt geht. Ja, gerade nicht drauf geachtet. Sagen wir einfach mal 45. 1. Oh. Ja, gut. Gut erschrocken, gut erschrocken, gut erschrocken. Aber das. Deshalb nehme ich das ja auf und werde das dann auch noch hochladen. Auf Tup. Jup, Tup. YouTube. What a Schreck. Was leuchtet hing in den Gesicht. Boah. Nein, nein. Kannst du auch nicht bringen. So, 5. Das war jetzt 1. Ich weiß gar nicht, was sonst alles passieren kann.
drei Tode an. Und dann werde ich das Programm wechseln. Das wird ja irgendwie so ein eintönig. Ich kann man immer mal so als kurzen Einspieler bringen. Mal 20, 30 Minütchen. Also brauche ich jetzt 9, okay. Einfach immer weiter runter. 10, gut. Ein Viertel geschafft. Pulso ist auch ganz einfach. Ich habe natürlich gerade kurz gegoogelt. So, mach einfach nur eine Pulso und eine App. Für den PC. Hätte ich auch an ihm vorbeispringen können. 15. Das werde ich versuchen, wenn die weiße Nase da gleich nochmal steht, versuche ich dann vorbeizuspringen. Aber ich glaube, eher nicht. Eher nicht. Egal, ich werde es versuchen und fertig. So. Vielleicht geht es ja 16. Da verfolgt er mich bestimmt. Springen. Haha. Ist einfach nur wieder ein. Es war nur auf dem 16. Untergeschoss in der Tiefgarage hat einer seinen Bass voll aufgedreht und dann einmal kurz einen Basston sich gegeben mit seinem Auto. Nichts Schlimmes. Hälfte. Das war ein kaputtes Getriebe, was geklackert hat. Muss das jetzt sein? Oh Gott, ist das Psycho, der. 23. Ah, oh, kann das aufhören?
schneller geworden oder das Bild hat sich in die Länge gezerrt. Schatten entgegengeflogen. Oh. Okay, weiter. Komm, komm. Schwer Dreck auf der... Gott, ich hab... Hi, Major. Ich laufe hier eine Treppe runter. Komische Geräusche und ich habe Probleme mit der Atmung. Liegt wahrscheinlich an den Pilzen, die in der Lunge wachsen, weil sie so dunkel ist. Und einmal bin ich schon gestorben und zweimal bin ich schon richtig erschrocken. Ich weiß nicht, ob ich das hin... Ach Gott, jetzt hat hier wieder einer eine Tür aufgemacht. Jetzt ist hier wieder windig. Gesehen zu haben, dass es nur 220 Etagen sind und ich bin jetzt gleich bei 50. Oh. Ah, da saß ein Gorilla Schatten in der Ecke. 48. Bitte, bitte nur eine Etage, mal ein bisschen rum. Danke. Ich
weiß überhaupt nicht, ob ich einfach stehen bleiben kann oder ob mich dann irgendwas von hinten abmurkst. Ich kann nicht mal verschnaufen, Alter. Oh Gott. Ich krieg schon Kribbel in den Finger. Ich bin... Klatsch das. Oh, ich glaube, ich habe die Chatbox gar nicht. Oder? Ach, ist auch egal. Das ist, hatte ich gerade schon mal gesagt, ich glaube, da war es, kann sein, dass du noch nicht da warst, ich glaube 220 Etagen, also 440 von diesen Absätzen und Hai Hunske, ich bin jetzt bei 66 im zweiten Durchlauf, beim ersten war ich bei 40 oder so, oder 45, weiß es nicht mehr, und ich bin jetzt eine halbe Stunde dran. Ich parke in der letzten Etage, weil das der letzte Parkplatz war. Und... Oh, da waren gerade schon... Ich habe mich gerade schon so dermaßen erschrocken. Also dann passiert wieder irgendwie so... 15 Etagen gar nichts. Oder noch mehr. Nee, aber es tropft schon fleißig und Feuchtigkeit ist viel in der Luft, wie man hört. Das tut der Lunge hier nicht so gut. Ich habe schon Pilze in der Lunge. Aber wenn ich auf Grundwasser treffe, dann habe ich hoffentlich Schwimmflügel dabei. Seite ist nicht schlimm. Der von vorne kommt, da ist der Horror. Bin ich denn jetzt? 78, ey. Ich habe gleich ein Drittel geschafft. Ungefähr.
72. Alles gut. Alles gut. Da läuft wieder wer hinter mir her, super. Ja, da hast du recht. Die Atmosphäre ist tatsächlich unglaublich stressig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist der Horror. Game over. Oder ich kann dran vorbeispringen. Nee. Ah. Oh. Oh Gott, nee. Nee. Oh. Pause. Leute, Pause. Ergötzt euch an meinem wunderbaren neuen Pausestream. Oh, ich muss meine Bildschirme richten. So, in 3 bis 5 Minuten bin ich wieder.
gut. Machen wir noch einen. Nicht erschrecken. So. Okay. 21 Uhr. Ich weiß, wie tief waren wir jetzt gerade? 95 oder so. Machen wir 95 draus. Danke. Und ab dafür. Null. Schauen wir noch mal, wie tief wir jetzt kommen. Das ist dann der... Drei Stück reichen. Und danach gucken. Was mache ich danach? Überlegen. Yay! Das war neu. Das ist nach wie vor neu. Gott sei Dank hat es aufgehört. Oder auch nicht. So, erstmal hier Autowalk gemacht. Ich sehe gerade, ich habe die Webcam wieder durch die Gegend getreten. Oh, schlecht. So, jetzt nochmal. Shift drücken, Numpad 8, Shift loslassen, zack, Autowalk. Freuen dich. Jetzt einfach laufen. Jetzt habe ich eine Hand frei und kann hier... Hacks. Emotional Support humpen. Mir genieren und... Ich glaube, so ist besser, ne? Ja, so ist besser. Ach, Gott sei Dank hat das Gegrole jetzt aufgehört. Zehn. Ach, Gott. Okay. Und jetzt, wo du es so siehst, hast du noch mehr so das Gefühl, dass es nichts für dich ist. Ah. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, da ist mir gerade ein Schatten entgegengeflogen, weil ich in den Chat geguckt habe. Ach, danke Chat. Base Chat, though. Ihr rettet meinen Arsch. Aber sieh's mal so. Gott sei Dank gibt es Menschen wie mich, die sowas live vor laufender Kamera spielen und du musst es jetzt nur angucken und wenn du nicht mehr willst, machst du einfach aus und... Sonst bleibst du da und du amüsierst dich und du musst dich selber leiden. Nur so ein bisschen.
Ja. Es ist echt schon. Holy shit. So, 22. Ein Zehntel ist geschafft. Hype. Hype, hype. 10% Hürde. Oh Gott. Ich war fast bei der Hälfte vorhin. Gerade. Vorhin. Gerade. Entschuldigung. Hä? Hä? Moment mal. Jetzt geht's wieder. Ja, das Geatme bin ich. Also das ist hier der Spielercharakter, weil der Asthma hat. Habe ich ja schon erklärt. Oh Gott, jetzt. Oh. Dann wieder eine Bassbox angemacht. Einmal gerade so. Ich schwöre, wenn ich so weitermache, dann habe ich Ende des Jahres brauche ich ein neues Kniegelenk. Und ein neues Herz. Beruhigungspillen. Du lachst einfach nur. Hoppala. Mal wieder irgendwo geklickt. Dann ist das auch dieses Gemeine, man kann nur irgendwie ein paar Zentimeter weit sehen. Das heißt, man sieht erst, was passiert, wenn es passiert. Und es gibt keine Vorwarnung. Ganze Körper wieder voller Gänsehaut. Ich kann nicht mehr. Aber wenn ich jetzt klicke, bin ich auf einem Test-Alert. Ja, dieses Dröhnen, dieses krasse Dröhnen und Brummen, ne? Ich weiß ja nicht, wie laut das im Stream in der Übertragung ist, aber für mich auf dem Kopfhörer ist das schon, ist das auch schon relativ bedrückend. Und ich sehe ja, ich habe das ja auf dem zweiten Bildschirm, sehe ich ja sicher den Regler und ich sehe ja, wie der immer höher ausschlägt. Also wird das ja ständig lauter, die Scheiße. Ja, bedrückend. Psychisch belastend. 42. Oh Gott.
könnte auch einfach die Augen zumachen. Und mit Augen zu die ganze Zeit laufen, so. Und jetzt rechts. Ja. Ja, ist mir zu unsicher. Dann sehe ich ja nicht, wenn es lustig wird. Oder für euch lustig wird, für mich. Entschuldigung. Ich kürze jetzt einfach ab. Da stand er wieder. Da stand wieder Larry Longarm. Okay. Alrighty then. Ich würde sagen, wieder kurze Pause und dann überlegen wir uns, womit es weitergeht.